Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Wir spielen wieder eine Runde Rome 2 Total War. Mit den Sueben und hier ist wieder euer Don Firenze. Letzte Runde haben wir sozusagen den Makedonen die Lebensgrundlage entzogen. Wir sind hier auf dem Vormarsch gegen Athen. Ja, wir werden sie hier auch, denke ich, ganz empfindlich treffen. Aber ich werde jetzt hier auch nochmal weiterziehen. Ziel erreicht. War das alles? Kann ich hier noch ein paar Odinspeere? Ja, die nehmen wir da auch mit. Und die Armee hier hinten ist ja eigentlich auch schon fast full stacked. Obwohl. Die sollen mal nach Brundisium gehen. Kann man hier vielleicht noch was Besseres machen? Nein, nur Steinschleuderer. Dann sollen die mal gleich nach Apollonia. Ach Mann! Bleib halt stehen, du Vollhorst. Das ist doch zum Kotzen. Das ist scheinbar standardmäßig so eingestellt, ey. Das ist so ekelhaft, ey. Das ist so ekelhaft. Naja. Sollen sie es doch so machen? Leckt mich doch echt. Entschuldigung, aber sowas nervt mich immer tierisch. Können wir hier vielleicht ein bisschen manipulieren? Ich sag nur mal, Nikomedia sieht jetzt auch aus wie eine reife Pflaume. Wie ein reifes Früchtchen. Wie kann ich euch helfen? Ah, Manipulation. Gucken wir mal hier hinter. Wo ist da unser Spion? Wie kann ich euch helfen? Ja, genau, der hat noch seinen Weg vorgegeben, alles klar. Ja, da müssen wir jetzt noch uns hier drum kümmern. Blut und Eisen! So. Dann machen wir keinen automatischen Angriff, sondern wir werden diese Schlacht höchstpersönlich spielen. Die Ausgangslage ist mal wieder klar wie Kloßbrühe. Wir gehen rein, hauen alles zu Klump und verscheuchen alle bösen Feinde. Ich habe auch gerade schon hier eine ganz nette Stelle ausgemacht. Wir uns dadurch die Bresche schlagen, haben wir relativ guten Zugang. Und mit unseren Megaballisten, die wir hier dabei haben, sollte das auch kein großes Problem werden. Übrigens, ich glaube, diese Armee, die hölzernen Männer, die werde ich jetzt entsprechend umbenennen. Weil das ist meine erfahrenste, blutrünstigste Armee, die es überhaupt gibt. Aufstellung starten. Jetzt tun wir die hier erstmal weg. Unsere Späne. Weg damit. Erwischt. Wir könnten jetzt natürlich zweigleisig vorgehen. Hätte das Vorteile für uns? Oh ja, gewisse, ne? Wir könnten jetzt mit der Armee hier irgendwo reinmarschieren. Und mit der Armee, die von hier hinten reinkommt, brechen wir hier durch und vereinigen uns dann da. Ja, ist vielleicht gar kein so schlechter Gedanke. Balliste! Krieger bereit! Befehle! Kampf bereit! Okay. Krieger der Mann! Die sollen mal gleich alle schießen. Das dürfte ja mit einem Schuss eigentlich erledigt sein, so krass wie die drauf sind. Ja, fast.
Genau. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir das hier geordnet kriegen. Halt. Krieger bereit! Perfektoi! Krieger bereit! Hoven! So. Okay. Kampfbereit! Jetzt! Sollen wir kurz noch hier hinten draufballern? Hier haben wir das Tor schon offen. Machen wir mal vorsichtshalber ein bisschen schneller. Sieht schon ein bisschen brüchig aus hier an dieser Stelle. Seine Sklavenspeerträger, Steinschleuderer. Da müssen wir schon ein bisschen Obacht geben. Einmal die Vormauer kaputt machen, bitte. Herrlich, das zieht rein. Balliste! Feuer! Bereit! Sehr schön, das läuft wie am Schnürchen. Okay, da haben wir jetzt genug Breschen geschlagen, dass wir hier ganz getrost reinziehen können. Es leckt gerade ein bisschen, das ist aber wahrscheinlich der Größe meiner Armeen geschuldet. Die Artillerie steht bereit! Bereit! Erstmal hier drauf ballern.
Okay. Krieger bereit! Jetzt sollen die hier erstmal vormarschieren. Okay. Wir sollen ruhig mal hier vormarschieren. Okay. Balliste! Zielen! Jäger! Germanien! Für den alten Vater! Was macht ihr hier? Ihr sollt schießen! Schießen! Wie ihr sagt, Schwertmeister, Angriff! Kampfbereit und willig! Zurück, Krieger! Wie sollen wir hier zurückziehen? Sich das? Ich möchte jetzt da keine. Schwertmeister! Die Kämpfer sind bereit! Krieger Germanien! Schwertmeister! Zerstückelt sie! Und in Sperre! Sperrkämpfer bereit zum Kampf! Jetzt geht's in den Nahkampf. Adelsreiter! Vorwärtsreiter! Hier wird schon fleißig gestorben. Nach Blut und Kampf!
So, dann geht man schon hier rein. Hier bricht gleich eine Massenpanik aus. Wir hungern nach Blut und Kampf. So, das war's dann an dieser Stelle. Und hier brechen wir jetzt auch rein. Und zwar, die sollen gleich mal hier hingehen. Ein bisschen im Auge behalten hier. Wir sind der Force. Aber ich glaube, hier brennt nichts mehr an. Sollen sie kommen? Die Reiter sind bereit! Die können gleich mal hier hinten weiterreiten. Schauen wir mal kurz. Da läuft noch was rum. Die sollen wir bitte hier auf dem Platz stürmen. Weiter! Mit schnell vorrücken! Der drückt vor! Reiter! So, jawohl. Das ist jetzt gerade alles etwas ganz schön viel. Hier hinten bleibt kein Auge trocken, das ist gut. Herrlich. So, dann wollen wir hier hinten noch mal kurz aufräumen. Sie werden für uns bluten. Okay, das war's. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen schneller. Hier hinten landet er gerade mit Booten an. Oder hat, ist schon angelandet, wie auch immer. Es wird ihm nur leider alles nichts helfen. Wichtig war, dass meine Goldbogenschützen überlebt haben. Ach so, jetzt müssen wir da hinten nochmal, oder wie? Okay.
Dann müssen wir da ja auch noch einen hinschicken. Wer schießt denn da auf die? Ach, dieser beschissene Turm hier, oder was? Schaut euch das an. Dieser kleine Malekai. Dass die hier eine Chance hätten, aber sie nehmen uns trotzdem noch so ein bisschen die Luft zum Atmen. Und die Zeit läuft auch letzten Endes ab. Schändlicher Anblick. Männer fliehen vom Schlachtfeld. Hallo? Gefecht beenden. Das kommt zur rechten Zeit. Wir haben natürlich seine Stadtarmee plus Garnisonsarmee vernichtend geschlagen. Ich denke, wir dürften auch hier wieder wahnsinnig viel Erfahrung gewonnen haben. Ja, müssen wir mal einfach gucken, wie da so die Reise sich darstellt. Oh yeah. Die haben noch eine Erfahrung dazu gewonnen. Ich glaube, wir haben alle durchgekriegt. Habt ihr noch weitere Befehle? Krieger! Ich sehne mich nach einem Kampf. Ich erwarte eure Befehle. So, wollen wir hier die Streiter. Jetzt die Frage, was wir jetzt hier machen. Wir könnten eine Runde aussitzen. So, jawohl. Ich denke, wir ruhen uns hier erst ein bisschen aus, denn wer rastet, der rostet. Hier ist Athen. Die werden auch, glaube ich, gerade im Moment nicht so glücklich sein mit ihrer Situation. Und ja, ich möchte eigentlich diese Runde mal eher kurz halten. Aus dem Grund, wenn ich jetzt den Runden-Button pushe, dann kann es mir passieren, dass ich jetzt 50 Schlachten am Stück führen muss, was den zeitlichen Rahmen etwas sprengen würde. Oder soll ich mal den Runden-Button pushen und dann einfach noch eine Folge zur Not aufnehmen? Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Hier ist als auf alle Fälle der Pergamone, der wird es mit Sicherheit hier nochmal probieren. Ne, Leute, an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir dann auch mal Schluss. Ich schaue gerade hier nochmal. Ja, hier sind wir ganz gut durchgekommen. Das heißt, wenn ich jetzt die endgültig vernichtet habe, dann wird es hier unten nur noch ein Gemetzel geben. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier unten noch Völker gibt. Ach so, das kann ich jetzt aber nochmal in aller Ruhe machen. Vielleicht. Ich werde zuhören. Wie lang kann. Friedensabkommen wollen sie nicht. Wäre auch ziemlich dämlich. Kommt mir nicht daher wie ein Bettler aus der Wüste. Wenn ihr. Makedonien. Willst ihr habt Frieden? Meinen Gruß und mein. Media. Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Wenn ihr um all. Frieden. Pergamon. Pergamon, will ich mit denen erstmal wieder einen Friedensvertrag und erstmal Athen platt machen? Wäre doch eigentlich vielleicht gar nicht so verkehrt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Aber das wollen die nicht. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Aber versucht nicht, mich zu umgarnen, zu beschwatzen oder zu. Frieden oder Krieg. Im Namen von Hermes seid. Nee, die wollen auch nicht. Werde ich etwa von Fremdländern gestört?
Wenn ihr um Almosen betteln wollt, sprecht mit meinem Majordomus. Ihr auch abgelehnt, schade aber auch. Ja gut, dann kann man das eben nicht ändern. Und halt genau, eine Armee will ich umbenennen. Und zwar, die hier werden in Zukunft heißen... Details, nicht die hölzernen Männer, sondern die... Einherjer. Und zwar sind das Odins unsterbliche Krieger in Valhalla. So schaut's aus. Ja, ich denke, in der nächsten Runde wird da nicht mehr viel passieren. Und deswegen wünsche ich euch wieder eine gute Nacht und weiterhin viel Spaß mit meinen Folgen. Nochmal kurz, wie üblich, der Blick auf die Karte. Ja, wir sind schon relativ weit jetzt gekommen. Ich denke, wir werden hier unten Athen ziemlich zusetzen. Wir haben hier Full-Stack-Armeen stehen, die ihresgleichen suchen. Ja, das hier sind in Anführungszeichen auch nur ein paar Provinzen. Das sind jetzt 6 Stück. Das hier lässt sich ja relativ leicht halten. Bauen tun wir auch ohne Ende. Jetzt kommen wir gerade nochmal auf die... wir haben jetzt schon 92. Wir brauchen jetzt noch 8 Siedlungen. 18 Siedlungen. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wir brauchen also gar nicht mehr. Je nachdem, wie wir jetzt hier weitermachen. Mal angenommen, wir nehmen hier 6. Und hier auch 6. Ja... Das geht jetzt relativ zügig, würde ich sagen. Okay. Das freut mich, dass wir es bis jetzt geschafft haben. Ich meine, auch wenn nicht alle von euch bis zum Schluss mit durchgehalten haben, aber postet mir fleißig, gebt mir Daumen rauf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Don Firenze.